Pomeisel, Privatdetektiv. Haben Sie mir geschrieben, dass Sie einen Auftrag für mich haben? Ja, wie sind Sie hier reingekommen? Durchs Fenster. Worum handelt es sich? Mein Mann. Betrügt Sie und ich soll ihn dabei beobachten. Das kostet natürlich Geld. Gut, sind 50 Kronen Vorschuss genug? Genug? Für 50 Kronen folge ich dem Herrn Gewahr über die halbe Welt. Bitte, hier sind 50 Kronen. Danke vielmals. Oh, entschuldigen Sie. Bitte schön, 50 Kronen. Entschuldigen Sie, ich eile. Ich dann eile. Beeilen Sie sich. Vorbei, sie sieht alles, hört alles, weiß alles. Ja. Auf Wiedersehen. Zwölf Rosen, langstielig bitte. Sechs Kronen. Sechs Kronen, danke. Ist gut, ist gut. Peter, bitte sehr. Bringen Sie diese Visitenkarte und diese Blumen zu Fräulein Odette Moret und sagen Sie, ich müsste Sie dringend sprechen. Pacholitz. Sie haben doch wohl nicht alle Kugeln am Weihnachtsbaum. Doch keinen Namen, Mann. Schluss. Entree. Gestatten, Pacholitzki, Adam Pacholitzki, Uniformschneider K&K Hoflieferant. Selbst seine Majestät pflegen seine allergnädigsten Hosen von mir zu tragen. Aber, Monsieur, ich decke meinen Bedarf an Beinkleidern in Paris. Oh. Haben Sie sonst noch Wünsche? Oh ja. Und die wären? Das ist schwer zu erklären. Ich verstehe. Wenn es sich schwer erklären lässt, was man will, dann will man meistens das, was die anderen auch wollen. Was die wollen, das auch? Das ist eine Gemeinheit. Prenez place, s'il vous plaît. Danke. Gnädige Frau hat mich mit ihrer Schönheit so beeindruckt, auch inspiriert, ich möchte sagen, auch beruflich so inspiriert, dass zum Beispiel meine Hosenproduktion in kürzester Zeit auf das Doppelte gestiegen ist. Und wenn Sie nur ein bisschen nett zu mir wären, dann würde ich leben, ohne zu klagen. Mein Leben wäre ein Schweben, ins Glück. Das haben Sie aber jetzt sehr schön gesagt. Wo haben Sie denn das gelesen? Auf einem Hühneraugenpflaster. Sie finden mich heute in der richtigen Stimmung. Mayonnaise brauchen wir noch. Ich bin's. Ja, wozu diese Maske? Damit man mich nicht erkennt. Ihr Gatte war bei der Moret in der Garderobe. Sie wollen sich morgen treffen vor der Oper. Sie wollen miteinander speisen. Speisen? Und ich koche ihm Diät wegen seiner Leber. Aber etwas anderes. Sagen Sie, kennen Sie einen Grafen Biebersbach? Bereits recherchiert. Uralter Adel, geht zurück auf Karl den Großen. Sein Vater hat große Besitzungen. Er selbst Offizier. Der ist ja heute Abend unser Gast. Aber? Meinen Mann. Beobachten Sie weiter. Auch hier en mon passant. Ja, wenn ich nur wüsste, als was ich Sie in die Gesellschaft schmuggle. Als Kellner. Ja, wieso wussten Sie, dass der Kellner abgesagt hat? Weil ich ihm 2,50 Kronen gegeben habe. Ja. Ja, bitte mir auch eins. Du bist doch ein Kunstmezzanin. Wie hat sie dir denn gefallen? Na du, ich war begeistert. Immer so eine Anfrau habe ich auch noch nie gesehen. Wenn ich geahnt hätte, dass es so eine Anfrau überhaupt gibt, wäre ich ja schon früher hingegangen. Ja. Wie hat dich denn das Schicksal der armen Bertha attachiert? Bertha? Welche Bertha? Achtung. Ach so, die Bertha. Na du, ich muss dir sagen, ich habe geweint. Dann habe ich mir gedacht, sie kennt mich nicht, ich kenne sie nicht. Wozu die Aufregung? Ich bin nur bedauert, dass du nicht mit warst. Ronacher. Ja, wieso denn Ronacher? Also, du bist doch... Sie weiß etwas. Na, na, ich hab doch dauernd Achtung gerufen. Achtung, 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 sagt man doch, wenn die Straßenbahn kommt. Stehe ich bei so einer Gefahr. Blödsinn. Wer das wohl verraten hat. Ich bin's, Pomeisel. Die Moret kommt hierher. Die Zofe hat's mir verraten. Explosiv, das hat mein Mann ins Entree gebracht. Adam! Eva! Ja, was machst du denn hier? Der Herr hat die Adresse herausgefunden. Pomeisel, Privatdetektiv. Pomeisel? Dann sind Sie der Mann, der mir die ganze Zeit beschattet hat? Na, ja. Wie schaust du denn aus? Ja, warum? Guten Tag. Lizzie, wie hast du das Geschäft gefunden? Ja, der Herr Platzer hat es mir verraten. Nein, nein, nein. Das was? Christian Griffer. Jetzt haben wir glücklich alle den Laden gefunden. Pomeisel findet alles. Nur den Fritz nicht. Also das eine sag ich euch. Wenn er mich heiraten will, und ihr erlaubt es mir nicht, dann schneide ich mir mit dem nächsten Rasiermesser die Kehle durch. Gottes Willen. Nein!
Was der sagt, nein? Die Rasiermesser sind doch frisch geschliffen. Lissy, willst du mich wirklich heiraten? Ja. Na, aber. Moment, Moment. Zuerst halten Sie mal in aller Form um die Hand meiner Tochter an. Hallo. Wer macht denn aus meinem Lokal einen Amüsierbetrieb? Aber Chefin, was soll denn der ganze Laden kosten? Wir lassen links und rechts durchbrechen und machen daraus einen prachtvollen Salon. Du Direktor, sehe ich dich morgen beim Frühlingsfest in Belvedere? Hm? Natürlich, aber mach nicht wieder so eine Geschichte mit einem Inserat. Ja? Oh, doch was ist doch auf. Die Dame vis-à-vis Witwe, vermögend, kommt morgen ins Belvedere. Na, diesmal bist du aber dran, Brösel. Und wenn du technische Schwierigkeiten hast, wendest du dich vertrauensvoll an mich. Sagen Sie, kennen Sie meine Dobraluk? Herr Bröselmeier, ich habe eine Idee. Ja, ja. Wie wär's denn damit? Wie gefallen Sie sich? Sehr fisch.